Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind nun Level 50 und ja, diese versteckten Skelette, also die Hälfte, reduziert vor ein paar Parts. Sind jetzt im letzten Akt und es ist ja bald der neue Akt angekündigt. Wird wahrscheinlich Mitte Mai werden, bis 0.7.8 rauskommt. Aber scheinbar haben sie jetzt zum Beispiel auch die Größe des Spiels irgendwie reduziert. Jetzt weiß ich nicht genau, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich einfach Programmierkram mal ein bisschen entfernt und so weiter. Und es wird wahrscheinlich auch eben auch wieder einen großen Akt sein. Also nicht mehr so klein wie die letzten zwei. Sondern, also hier oben. Und hier. Und der vorige Akt, der hier. Es wird wahrscheinlich größer sein. Und scheinbar ist es dann der achte Akt sogar. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man das rechnet. Ist das vielleicht ein Akt? Nein, das ist einfach ein Gebiet, eine Ära. Dass das ein Akt ist. Dann hier, genau hier. Das ein Akt ist bis hier. Das ein Akt ist. 5, 1, 2, 3. 3 Akte. Hier noch 4 sein könnte. 4. 6. Eigentlich ist es ein ganzer Akt hier. Und das ein Akt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann stimmt's. Okay, dann weiß ich, wie das aufgeteilt ist. Ja. Wir werden aber jetzt diesmal heute die Maps wieder machen. Wir haben ja wieder so ein bisschen reduziert scheinbar. Ja, nicht ganz. Also, ja. Okay. Okay, es ist nicht reduziert. Es sind einfach schwächere Modis. Das ist schwer wahrscheinlich. Das ist eigentlich auch schwer. Aber 7 Timelines, liebe Armor machen. 7 Timelines, mehr Schaden, das multipliziert sich dann mit anderen Maps. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer, kann sein. Aber wir haben ja auch sehr durchschlagende Gruppe. Ja, sicher, so viel. Bäh. Okay. Zu viele Gegner, kann das sein? Bisschen laggy. Hallo, Map-System, was ist das gerade kaputt mit dir? Alle gehen kaputt, ey. Jetzt tötet doch endlich mal. Shit. Das ist ein bisschen zu viel. Auf einmal. Tötet jetzt alle bitte. Das sind ein paar viel zu viele Gegner. Oh, gut. Da haben wir noch jemanden. Ja. Das ist, wenn die Skelette auf zähe Gegner draufgehen. Dann wird am Anfang so schnell wenig gekillt. Okay, wir haben alle Skelette noch. So, und wir müssen unbedingt hier nochmals Aggro ziehen auf den Golem machen. Und ja, hier noch mehr Damage. Critical Damage. Gut, ich wollte ein Thema ansprechen, das einfach auch ein bisschen YouTube und Twitch einbezieht. Nämlich halt, weil mein Wechsel jetzt wieder auf Twitch ein bisschen ist, dass ich auf Twitch livestreame und ein bisschen öfters livestreame wieder. Gestern zum Beispiel, glaube ich, 6 Stunden oder noch mehr gelivestreamt. Halt nur GTA, weil ich halt mit Spielen so ein bisschen spielen wollte. Heute wird wahrscheinlich Last Epoch kommen. Mit dem anderen Bild, mit dem Iceborne-Bild, Schaman. Und, ja. Hat auch noch Sacred 2 und, ja, geht hier online natürlich. Jo, und ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade keine Informationen im Rollenspiel-Server, da werde ich wahrscheinlich auch bald starten. Und hat dort auch ein bisschen das Augenmerk gehen. Es ist halt einfach das Problem, dass ich mehrere Genres liebe. Aber zum Beispiel meine Zuschauer nicht. Also GTA Online hat nicht so toll geschaut wie im Livestream. Kann ich verstehen.
Ist vielleicht auch für die meisten ein bisschen langweiliger, weil sie es schon kennen, weil das Spiel schon älter ist. Und bei Last Epoch werden wir gleich mehr zuschauen. Aber gut, es ist halt einfach dieser, ja, Konkurrenzkampf, der mir da sehr viel Probleme bereitet, manchmal einfach Livestream zu wollen und ja, da auch ein bisschen Freude daran zu finden. Und deshalb brauche ich meistens Mitspiel. Und das kann ich bei GTA Online machen, aber bei Last Epoch kann ich es nicht machen. Also eventuell kommt bald der Multiplayer-Modus, aber das ist halt einfach limitiert. Genau. Aber auf YouTube gehen vor allem die Abos jetzt momentan los. Also jetzt habe ich innerhalb von einem Tag 4 Abos bekommen. Das habe ich eigentlich schon längere Zeit nicht mehr geschafft. Und das ist natürlich sehr toll. Also Dankeschön für alle neuen Abonnenten. Dankeschön für alle alten Abonnenten, dass ihr immer noch sehr willig seid, weiterzumachen. Also mich weiterzuschauen, meine ich. Weil es gab auch Zeiten, da hatte ich sehr viele Abonnenten im Video verloren. Weiß ich auch nicht, weil YouTube auch ein bisschen aufgeräumt hat mit den, ja, und inaktiven Kanälen und, ja, halt Bot-Kanäle oder sonst irgendwas Kanäle. Und da auch, ja, sehr viele Leute getroffen wurden, die einfach, ja, scheinbar nichts mehr machen auf YouTube. Und das finde ich irgendwie doof. Weil ich habe auch mehrere Kanäle, wo ich nie benutze. Nicht das Backup, sondern einfach, damit ich noch Kanäle habe, falls man einen kaputt oder so gebannt wird oder sonst irgendwas. Es kann ja sein, dass dieser Kanal dann irgendwie wegen Copyright-Problemen da irgendwie Strikes bekommt, oder? Und das möchte ich ja eigentlich umgehen können, weil ich weiß jetzt nicht unbedingt immer, was ich jetzt gerade machen darf und was nicht. Aber YouTube ist natürlich so doof und bannt alle und ja, wegen ein paar Musiksachen, die eigentlich gar nicht gewollt sind. Ist ja klar, wenn man eine Musik wirklich klaut, sollte man ja auch gebannt werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Sachen im Hintergrund laufen lässt in einem Let's Play oder so, sollte man doch nicht Strikes bekommen. Für was? Das ist ja nur der Hintergrund, das ist ja nur zur Aufstimmung. Das ist ja nicht zu Werbezwecke. Aber das versteht halt YouTube und die Welt nicht. Sie sind ja sowieso greedy die ganze Zeit. Viele Leute sind halt wirklich greedy auf dieser Welt. Und dann müssen sie natürlich alles copyrighten und oh, Probleme da und Probleme hier. Ja. Hier wissen wir wieder nicht. Ja, da gehe ich ja viel, hä? Also ich mache einfach Aria nochmal. Genau. Das ist doof. Also der Skilltree von diesem Transblade ist richtig doof. Richtig schwer zu verstehen. Und richtig sinnlos, wenn man nur teleportieren will. Wieso keine Abklingzeit reduzieren? Wieso? Ist es so OP im Endge? Ja, gar nicht gut. Ja, und dann ist es halt einfach dieser Wechsel immer, oder? Ich bin halt immer unschlüssig, weil Twitch hat die ein paar Probleme bei mir und YouTube hat Probleme bei mir. Das ist immer wieder ja, zu Tanzschwierigkeiten kommen und so Sachen. Oder, ja, dass ich einfach ein bisschen unschlüssig bin, wo ich überhaupt meine Community ja auch haben. Also, ja. Dass ich da auch Community bekomme, oder? Und, weil ich immer wieder Pausen gemacht habe, dass einfach nicht viel läuft. Da muss halt wieder ein bisschen mehr laufen, aber ich zwinge niemanden. Aber es darf gerne mir ein paar Leute helfen. Leute, die wirklich helfen, werden natürlich auch Moderator werden können. Oder sonstige Sachen, die gehen. Viele Sachen sind halt damit bezahlen eher erst möglich. Aber irgendwann bekomme ich natürlich auch Spenden über. Also ich bin halt einfach noch ganz am Anfang, weil ich ja immer wieder Pause machen musste. Wegen gesundheitlichen Problemen, wegen Hardware-Problemen. Wer bezahlt mir diese Hardware? Also ich bekomme keine Spenden für neue Hardcore, also neue gute Sachen über Hardware. Ich brauche halt auch wieder bessere Hardware oder teurere Hardware als zum Beispiel ein ganz normaler Zocker. Aber wer gibt mir das Geld?
niemand, oder? Das muss ich alles selber aufbringen. Und ich bin krank, ich brauche viel Geld für die Medikamente, die nicht bezahlt werden von der Krankenkasse. Weil die Krankenkassen immer so dumm sind und zu gierig. Ist leider so. Ich würde auch alles Gute sagen den Krankenkassen, wenn sie nicht immer aufs Geld schauen würden. Aber die Menschen schauen immer aufs Geld. Das ist ihnen so wichtig, dass sie alles sparen. Man muss ja überall sparen mittlerweile. Finanzkrise und so. Also für mich gibt es die Finanzkrise immer noch. Wenn die Menschen immer noch leider so extrem geizig sind. Und so viel ausgeben müssen vor allem. Hey, wo ist jetzt dieses Teil? Also wir müssen den Boss besiegen, scheinbar. Admiral Hartl. Okay. Hey, hallo. Nicht so doll schießen. Ja, es liegt halt am Menschen, da irgendwie gewinnbringend irgendwas zu machen. Und die Leute, die nicht gewinnbringend arbeiten, die haben einfach kein Geld, die haben, ja, die haben einfach diese Einnahmen nicht, oder? Meistens sind es ja die armen Menschen, die am meisten haben, weil sie am wenigsten brauchen. Das ist halt ein großes Problem in der Menschheit, dass ein Mensch, je mehr er hat, desto mehr braucht er. Ich bin wirklich sehr, sehr unvorteilig. Ich brauche sehr wenig. Aber wenn ich die Community sehe, oh, sie haben mega Spaß und so, dann muss ich natürlich auch ein bisschen etwas mehr zeigen. Ihr wollt ja immer mehr Spaß. Oder? Wie ich auch. Aber das ist schwer umzusetzen, oder? Als kranker Mensch. Als, ja, jetzt nicht so werbemäßiger Mensch. Wie soll ich an Leute kommen, wenn ihr es nicht macht, oder? Also ihr werdet nicht gezwungen, aber im Allgemeinen, ich habe 742 Abonnenten jetzt. Und ich kann sagen, die wenigsten von diesen 742 machen etwas. Ich kann euch nicht selber als Person zwingen. Ich kann nicht sagen, die Allgemeinheit soll mir helfen. Aber immerhin ein paar mehr als nur 1% oder so. Von diesen 742 wären doch mal schön. Nur ist halt einfach YouTube halt schon ein riesen Marktplatz an Videos, oder? Und da gehen halt die meisten dann zu den Guten und die Schlechten werden ignoriert, oder? Das ist halt meistens nicht so toll für die Armen. Okay, wir haben Level 20, jetzt können wir eigentlich noch mal kurz schaden, hä? Ich mache extra nicht auf Hellish, das ist zu schwach sonst. Ich mache, Geschwindigkeit wäre ja auch noch nicht schlecht nochmal. Ja, mehr Crit-Chance brauche ich nicht. Ich würde eigentlich Mana reduzieren, Mana-Effizienz. Damage. Blanker Damage. Weil die Skelette treffen zu wenig Crit. Also ich denke mal, sie treffen zu wenig Crit. Deshalb mache ich da lieber auf Damage. Dürft gerne ein paar Tipps geben. Ja. Ist beides leider nicht so meins. Nehme ich mal nicht mit. Jetzt haben wir dann wirklich viel zu viele Mörder. Das ist schon stark, denke ich mal, aber echt nicht für mich. Minion Health. Boah, Doppel Minion Health. Ich glaube, Bluten brauchen wir nicht mehr auf diesem Bild. Dann können wir die Skelette nochmal sehr zäh machen. Okay. Ja, dann haben wir den Cola hier, ja. Ist genau gleich gut. Aber schlechter im Mana. Ganz oben. Okay. Irgendwie kitzelt es mir immer wegen den Haaren in den Ohrenlöchern. Zwingt mir so ein bisschen. Ja, wegen diesem Strahl mache ich ja den anderen Bild, wie ihr im Infovideo im Dragos News gesehen habt, vielleicht, wenn ihr das Video geschaut habt. Ice Thorns. Ja, unbedingt das.
Ja, jetzt weil es 7 ist, sind natürlich die Chancen wieder runtergegangen. Kann ich verstehen. Und manchmal muss man halt auch öfters reloaden. Also eben, der Mensch ist halt einfach auch ein bisschen abhängig, dass es irgendwie jemandem gut geht, der Influencer ist zum Beispiel. Also ich nenne mich nicht Influencer, wenn ich Videos über Games mache. Ich möchte nicht Influencer genannt werden. Aber es gibt ja viele Leute, die jetzt so Erfolg haben, dass sie sich so cool fühlen, dass sie Influencer sind. Dann ist klar. Ja, man will sich ja auch ein bisschen stolz fühlen. Ich muss mich nicht stolz fühlen. Ich werde mich wahrscheinlich nie stolz fühlen. Egal, was ich gut mache oder was ich schlecht mache. Aber es gibt Leute, die müssen halt einfach stolz sein. Wieso kann man diese... Ja, sind eigentlich keine Sünden. Aber diese Eigenschaften von Menschen nicht ein bisschen unterdrücken, oder? Wieso muss zum Beispiel ein Alkoholsüchtiger so extrem alkoholsüchtig sein? Wieso muss ein Mensch, der eifersüchtig ist, so eifersüchtig sein? Wieso leben die Menschen das so aus? Das würde die Menschheit viel einfacher machen. Einfach alle Menschen ein bisschen weniger würden auf ihre Probleme oder so achten. Aber der Mensch muss ja seine Probleme auch wirklich zeigen, damit er ankommt. Das kann man schon scannen. Ich dachte, man braucht beide. Null. Okay. Haben wir das doch irgendwo? Nein, das haben wir nicht irgendwo. Hier brauche ich sowieso auch Punkte, also haben wir alles gut. Das ist schon mal. Also, für einen Anfänger, der jetzt gerade noch nicht so im Spiel alles erreichen möchte oder so, jetzt noch denkt, ja, ich will lieber noch lernen oder so, aber meine Fehler auch akzeptieren. Genau, das ist das nächste Thema. Ich sehe immer wieder viele Kollegen, also es ist nicht alles, sind sehr wenige, aber viele, die einfach immer Spiele spielen, um Erfolg zu haben. Zum Beispiel bei Path of Exile gibt es mehrere Freunde, die das ganze Spiel in kürzester Zeit dann in einer Liga durchspielen. Alles. Dann wird er zeigen, oh, sie haben eine Ex gefunden, ein Mirror und so Sachen. Ich weiß es nicht. Wieso tut ein Spieler so sehr auf Erfolg achten? Ja. Ein Spiel. Ja. Wie soll ich das sagen? Also, es gibt solche Spieler, die spielen ein Spiel jahrelange und machen nie Erfolgreiches. Dann gibt es Leute, die wollen ein Game so schnell wie möglich durchspielen, Erfolg haben, allen zeigen, wie cool sie sind und alles Mögliche. Und dann gibt es noch Leute, die normal sind. Aber wieso müssen die Leute, die so mega greedy sind, so mega greedy sein? Ich weiß es nicht. Hat das irgendwas mit Stolz zu tun wieder? Brauchen die Stolz? Vielleicht sind sie halt einfach Perfektionisten, oder? Aber ich spiele ein Spiel, um Spaß zu haben. Ich brauche den Spaß und den Spaß bekomme ich nicht, wenn ich greede. Wenn ich zum Beispiel immer handeln muss in einem MMORPG, dann habe ich keinen Stolz. Dann habe ich eher eine Ablehnung zum Handeln. Das ist ja eigentlich recht gut für uns im Bild. Aber Deathly heißt natürlich auch viel mehr Schaden, oder? Ja, das wird heikel. Ich sage mal 33% mehr Schaden. Das könnte auch 70 sein. Komm, jetzt greif doch mal. Oh, jetzt ist ein Gegner von links gekommen, dann greifen sie natürlich an. Okay, ich merke. Mann, Leute, wir werden sterben. Wenn es so weitergeht, gut. Die Minions haben noch wenigstens ein bisschen. Aber die sind scheinbar sehr auf mich fokussiert. Weil ich vielleicht einfach zu schnell ein bisschen nach oben gegangen bin. Mann, wieso gehen Skelette eigentlich nicht vor mir? Die sollten vor mir laufen, nicht hinter mir. In jedem Spiel eigentlich. So. Minions sind doch dazu da, die Schaden zuerst mal auf sich abzulenken. Und wenn ich immer zuvorderst bin, gehen die Gegner natürlich immer auf mich. Das ist heikel.
muss unbedingt mehr von diesen wahnsinnigen Raids spawnen. Ich hoffe, das schaffen wir. Schon, ja, man, diese Teleportbären sind einfach immer zu OP, weil sie immer sofort zu uns kommen. Ah. Ja, wir müssen endlich etwas Defensives finden. Muss entweder Fidelität. Hat einfach Resistenzen. Die Items haben so wenig Resistenzen. Ein Katana, cool. Ich wusste gar nicht, dass es Katanas gibt. Oder doch, ich wusste es schon, aber schon lange nicht mehr gemerkt. Also gesehen. So hochlevelig war ich ja eher so Ende August oder September letztes Jahres. Als ich damals so mega gefreut habe, dass das Game endlich mal ein bisschen flüssiger läuft. Das war ja lange Zeit sehr, sehr von den Engine her, von der Qualität sehr, sehr laggy. Das ist einfach zu viel die Engine belastet hat. Und das haben sie so Ende August eigentlich so ein bisschen gefixt. Noch nicht komplett damals. Ist ja jetzt immer noch nicht ganz gefixt, aber so, dass es wenigstens spielbar ist, oder? Und ich habe irgendwas im Hals gerade stecken. So ein Schleim. Ja, das ist nervig, dass der Körper Schleim produziert, damit er irgendwie die Sachen, die Pollen und so aus dem Hals befreien kann, wenn man Allergiker ist. Okay, das könnte sehr schwer werden. Jetzt gerade ist es noch nicht, aber jetzt soll ich irgendwie auf die andere Seite gehen. Ich sollte eigentlich zu meinen Skeletten gehen. Und immer Transplant. Ja, jetzt muss ich Transplant halt die Geifen zu den großen Schocks an. Gut. Gut haben die Minions jetzt viel mehr Leben, aber ich brauche auch viel mehr Leben, leider. Okay, nochmals ein Unique. Also, ja. Ein Set haben wir gefunden, jetzt in Munich. Sehr gut. Also immer wieder zwischendurch, wenn ihr in der Kampagne noch nicht fertig seid, da ein bisschen Maps machen, falls ihr Maps auch gut machen könntet. Das ist eigentlich ziemlich gut, diese Stiefel. Nehmen wir auch nochmal mit und vergleichen. Ja, ich habe jetzt einen für die Top-Rüstung, also für die oberen Rüstungsteile. Also die da. Das und das eigentlich nur. Ja, weil das Schild ist, oder? Die zwei. Ah ja, Gürtel, glaube ich, gehört auch noch dazu, denke ich mal. Also ich die und die sind schon voll. Also ich habe schon so viel rüber getan, dass sie schon so voll ist. Das ist ein Muli. Ja, aber auch nicht, oder? Ja doch. Für ein Crit-Bild dann schon. Okay. Der eigentlich auch, also die Wand. Der Refugium. Nein. Okay. Ja, jetzt kommen halt einfach immer wieder bessere Items. Nimmt man wieder mehr mit. Aber ja, ich sehe das. Ich werde das vielleicht im Livestream dann mal machen. Alles mal ein bisschen aussortieren. Sind auf Mulis stecken. Ich muss alles hier rüberstecken. Und jetzt haben wir natürlich dann noch ein zweiter Part direkt, weil ich ja ein bisschen vorproduzieren muss. Weil ich jetzt öfters livestreame. Ist schon problematisch, dass man hier so viel Items findet. Also, ich würde gerne viel weniger Items finden, aber hochqualitative Items. Wieso muss ein Hack and Slay immer so auf mega Menge machen? 24, okay. Es ist abrochet, wenn sie erscheinen. Ich muss Shred Armor nehmen, aber es wird wahrscheinlich gefährlich sein für die Skelette und für mich. Ah. Ich möchte nicht sofort Mega Speed Skelettens Gegner haben. Ja, es ist eine gute Map, weil wenig Ding gibt. Visible Schaden. Gegner. Also jetzt bis jetzt.
Ja, sehr wenig Physical Damage Gegner. Der hat viele, ne? Nein. Oh. Ah, habt ihr wieder gesehen? Ich konnte Transplant wieder nicht einsetzen. Ja, die Gegner haben recht viel Zähigkeit. Oh, da unten ist ja noch ein Schildkröte. So groß, dass man sie kaum sieht. Ja, der Golem, der kassiert immer noch sehr viel Schaden, oder? Also oft Schaden. Defensiv ist ja schon gut bei ihm, weil er so viel Schaden bekommt. Ja. Was ist das da? Ist das Armor Shed gewesen? So, okay. Cool dann. Ist immer toll für die Rites. Ich behalte jetzt mich einfach unten, weil oben kann man halt auch immer wieder von der Seite angegriffen werden. Jo, noch nicht so viel Schaden, scheinbar. Also der Mensch muss einfach, sagen wir so, langsam ein bisschen weniger wieder sich schonen, damit er weniger kann seine Sachen ausleben. Seine Probleme auslösen. Aber vor allem dieses toxische Getue im Internet geht mir auf den Keks. Wieso muss ein Mensch toxisch sein? Um Aufmerksamkeit zu erregen, um sich ein bisschen besser zu fühlen, ein bisschen abreagieren können. Wieso? Wieso ist der Mensch so unterfordert? Sagen dann sofort, oh, sie sind wieder im Stress, wenn sie irgendwas mehr machen. Keine Ahnung. Ich finde es halt einfach irgendwie ein bisschen komisch. Ich merke einfach, wie die Leute irgendwie sarkastischer werden, wie narzisstischer und einfach Probleme mit anderen haben sofort. Ich weiß es ja nicht. Es einfach nicht erkennen, wenn sie irgendwie etwas Negatives machen. So langsam die Menschen eigentlich irgendwie auch sehr fest abgelenkt sind oder sonst irgendwas oder es auch nicht wollen. Dass sie wieder nett sind oder so. Okay. Ziemlich stark. Aber 3 kann ich jetzt noch nicht so gut. Ist das ein freier Slot? Ah ja. Ah, da unten ist noch ein freier Slot. Ja, wir werden mal Cold Protection rausholen. Ding warten. Orientation brauchen wir nicht. Jetzt haben wir eigentlich viel mehr Schaden. 34% mehr Feuerschaden von den Skeletten. Ja, wir müssen das den Golem noch stärker zäher machen. Ja, jetzt können wir gleich weiter. Also, wir werden jetzt noch die Schatzkiste öffnen. Und dann muss der nächste Part dann. Ich werde im nächsten Part die Kampagne weitermachen. Und so gut findet man natürlich nicht Items. Ich gedacht habe. Also ja, halt einfach die Items, die ich immer schon habe und ich brauche. Das ist das Problem. Das habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gefunden in den letzten 2 Tagen. Ah. Ist 2 Hand. Ein Einhandschwert würde ich noch nehmen. Ja, es wird langsam irgendwie schwerer, überhaupt zu wissen, was man braucht. Also, ja, ob es gut ist oder nicht. Weil alles eigentlich ziemlich gut ist, aber meistens nicht nützlich ist. Ja, wir fehlen 2 Intelligenz. Bekommen 2 Glancing Blow über. Und sind schneller. 11 und 12, 23.
12 und 10, 22, okay, eine Bewegungsgeschwindigkeit schneller war. Gut, und dann noch kurz schauen wegen dem Amulett. 22, 2, 31, 16, 3, 37. Ja. Yeah. Wegen ein bisschen Mana brauche ich das nicht. So. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.